Fingerhaus stimmt euch auf das nächste Spiel ein. Selbstverständlich wissen wir, dass Hannover auch mal eine 5-1-Abwehr spielt und haben uns auch ein bisschen darauf vorbereitet. Man muss aber allerdings sagen, 5-1-Abwehr ist nicht immer gleich. Also die von Flensburg und Hannover unterscheidet sich. Aber wir haben jetzt die Zeit genutzt und denke, dass wir das im Griff haben, sollte es überhaupt dazu kommen. Ja, Platz 6 würde jetzt auch reichen. Interessiert mich und ich glaube auch die Mannschaft eigentlich relativ wenig. Platz 5 ist das Ziel und Platz 5 bleibt das Ziel. Ja, also vor dem Spiel sagen wir wahrscheinlich Hallo, aber in dem Spiel finde ich das nicht besonders. Also dann heißt das 60 Minuten und du musst halt deinen Gegner bekämpfen und egal wer das ist. Naja, es ist so, dass bei Hannover ein sehr beweglicher Spieler auf der Spitze spielt, der allerdings nicht von der Körpergröße her nicht der allergrößte ist. Insofern wollen wir im Grunde auf einer Seite angreifen und dann über ihn drüber parallel spielen, um dann auch über die Außen erfolgreich sein zu können. Wir haben uns vorgenommen, 60 Minuten lang aufs Tempo zu drücken, 60 Minuten lang eine vernünftige Abwehr und einen guten Torwart zu stellen, technische Fehler zu minimieren, um die Hannoveraner nicht einzuladen, ein Vatorium zu werfen und zu gewinnen. Um so auch das Publikum dann mitzunehmen, weil durch schnelle, einfache Tore und harte Abwehr, das hat uns schon mal ausgezeichnet und dafür sollten wir auch stehen. Ja, wir haben jetzt 2 Niederlagen in Folge und hoffentlich können wir am Donnerstag zu Hause gegen Hannover gewinnen und dann 2 Punkte holen. Ja, Roman Sidorowicz hat sich das Innenband angerissen. Es geht ihm eigentlich täglich besser. Allerdings ist das immer noch ein großer Unterschied, ob man eben im Alltag einigermaßen beschwerdefrei ist oder Handball spielen muss. Das wird höchstwahrscheinlich für Donnerstag nichts werden. Ja, mir geht's ganz okay. Wir sind noch fleißig am Therapieren, machen aber die ersten Schritte. Und dann soll es gehen, wir müssen gewinnen. Liebe Fans, wir gehen in den Endspurt der Liga, kämpfen um Europa, um Platz 5. Endspurt haben wir schon gesagt, ihr hoffentlich auch, kommt in die Halle, unterstützt uns. Wir werden alles geben, um die letzten 3 Spiele zu gewinnen. Und dann müssen wir natürlich am Donnerstag gegen Hannover mit anfangen. Euer Heiko.